Okay. Und zwar hier meine Erfahrungen mit dem Nasenpiercing und Fragen rundum. Wie heißt es und wo ist es? Es heißt Nasenpiercing oder in Fachsprache auch Nostril und befindet sich am Nasenflügel. Wieso ich mich für dieses Piercing entschieden habe? Es gefällt mir einfach und ich mag Piercing schon immer. Und ja, Ablauf des Piercings. Je nach Piercer liegt oder sitzt ihr. Bei mir war es so, ich bin auf einem sehr bequemen Sessel gesessen und dann hat sie mir einen Punkt gemalt, wo es hin soll und ob mir das so gefällt. Und dann hat sie das ganze Zeug hergerichtet, Nadel, Desinfektionsmittel und so. Dann hat sie es desinfiziert und Eisspray rausgemacht und dann hat sie so ein Röhrchen unter die Nase, ne? Und ja, dann hat schon angefangen, dann hat sie das angezielt und wirklich sehr schnell durchgestochen und ja, und dann wurde es infiziert und dann hat sie es auch geschnitten. Schmuck eingesetzt, desinfiziert, nochmal kontrolliert. Und ja, das war's auch dann schon. Das hat circa 5 Minuten gedauert. Maximal. So, nächstes Thema: Schmerzen. Also, ich habe Eisbrühe aufbekommen, es hat nur einen kleinen Pieks gemacht und es tat wirklich nicht so arg weh, wie mal alle sagen. Und ich fand es gar nicht schlimm. Ich fand, es ist voll schnell gegangen und kaum wehgetan, also bei mir halt, aber es kommt immer auf Schmerzempfinden drauf an. Heilung. Die Heilung dauert oft bis zu 6 Monate. Der Schmuck kann aber meistens schon nach 3 bis 4 Wochen gewechselt werden. Ja. Und dann sollte man sich wirklich einen guten Piercer suchen, nie selber stechen, das kann böse enden. Und auch niemals schießen lassen mit so Ohrlochpistolen. Nie schießen lassen, nie. Immer stechen lassen. Und nie selber machen, wie gesagt. Nächstes Thema. Pflege. Nehmt immer ein bisschen Wasser oder beim Duschen einfach nur Wasser drüber laufen lassen. Keinen Fall Cremes oder sonst was während der Heilphase nehmen. Und auch nicht zu viel Make-up draufbringen. Oder überhaupt gar keins. Das ist nicht gut für den Stichkanal. Und dann kriegt ihr noch in der Apotheke Octinisept. Das könnt ihr abends zweimal täglich, morgens und abends drauf tun. Innen und außen. Also ja. Das war's auch schon. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unten als Kommentar. Und ja, tschüss!